Ihr Pölitz-Frühstück. Mutilein, nun sind wir wieder voll drinne. Im Sommerloch. Nun, das merkst du immer daran, dass da plötzlich so Sachen aus dem Wasser auftauchen. Bisher war das ja immer der Ferienjob vom Nessie, ne? Aber weil die Leute das auf Dauer sowieso für Blech gehalten haben, lassen sie in diesem Jahr gleich mal richtiges Blech aus dem Wasser auftauchen. Und zwar aus dem Indischen Ozean. Ein Teil, das zu dem vor anderthalb Jahren verschwundenen Flugzeug MH370 gehören soll. Wissen tut's aber keiner. Ne? Komischerweise reden sie von dem Blech auch just ab dem Tag, an dem Russland im UN-Sicherheitsrat sein Veto einlegte gegen die Bildung eines Tribunals zur Untersuchung des Absturzes des Flugzeugs MH17, das vor einem Jahr über der Ukraine aus allen Wolken gefallen ist. Ja, die Begründung für die Ablehnung, die lautete, dass dieses Tribunal gegenüber Russland sowieso sehr voreingenommen wäre. Und das ist ja nicht so falsch, Muttilein. Du guck mal, 16 Geheimdienstveteranen der USA, die haben Obama wiederholt aufgefordert, endlich die Geheimdienstinformationen zum Absturz der Maschine über der Ukraine offenzulegen, ehe man Russland vorverurteilt. Falls die US-Regierung weiß, wer das Flugzeug angegriffen hat, muss sie Beweise vorlegen. Wenn nicht, sollte sie dies sagen. Soweit die 16 Geheimdienst-Opas. Aber Washington sagt nicht. Dafür blühen umso mehr nun die Theorien, dass die Maschine, die über der Ukraine zum Absturz gebracht worden ist, eigentlich die wäre, die vorher über dem Indischen Ozean verschwunden ist. Aber damit hätten ja dann blöderweise die Russen nichts zu tun. Also taucht jetzt urplötzlich ein Teil auf, das zu der Maschine gehören soll, die im Indischen Ozean verschwunden ist, damit die Maschine, die im Indischen Ozean verschwunden ist, nicht die Maschine sein kann, die über der Ukraine zum Absturz gebracht worden ist, weil damit ja die Russen was zu tun haben sollen. Verstehst du? Nee, naja, siehst du, das ist ja genau die Absicht. Sonst würde sich ja mal einer fragen, warum hat denn die UN bisher in anderen Fällen kein Tribunal durchgeführt, in denen Passagiermaschinen vom Himmel geholt wurden? 1973 eine libysche von Israel, 1988 eine iranische von den USA, 2001 eine russische von der Ukraine. Außerdem, Muttilein, was soll denn ein Tribunal jetzt, wenn die Untersuchungsergebnisse erst frühestens im Herbst oder gar 2016 erst vorliegen sollen? Welche Henne setzt sich denn auf ihr Nest, wenn die Eier noch gar nicht gelegt sind? Ich sage dir, Muttilein, die verkackeiern uns, weil die damit rechnen, dass unser Verstand auch schon ins Sommerloch gefallen ist. Ihr Pölitz-Frühstück. Immer sonnabends bei MDR Sachsen-Anhalt.